freue mich sehr, dass ich heute als erster Sozialdemokrat in der Jury des Greenleaf Film Festivals sitzen darf. Es geht um das große Thema Meeresschutz. Wir haben eine ganze Reihe von Umweltproblemen in den Meeren, vom Plastikmüll bis hin zum Artensterben. Was steckt denn eigentlich hinter dem Greenleaf Festival? Was ist die Idee? Die Idee war ganz am Anfang, als ich es mit einem Partner gegründet habe, wirklich was für unsere Kinder zu machen. Wir haben beide Kinder bekommen und haben gesagt, wir sind denen was schuldig. Dann haben wir erst eine Lounge gegründet, haben 4 Jahre einen Drehbuchpreis ausgelobt, der sehr, sehr erfolgreich auch war, und haben uns dann zum Filmfestival weiterentwickelt. Das Greenleaf Festival ist ja schon was Besonderes. Es hat einen anderen Anspruch als andere Filmfestivals. Ne? Ihr wollt zum Mitmachen aufrufen, wenn ich es richtig verstehe. Absolut, absolut. Es hat sich auch so ein bisschen aufgefächert, dass das Festival 3 Säulen hat. Die eine Säule ist Filmfestival und Filme gucken. Die zweite Säule ist Kongress, das heißt die Panels, die zu den Festivalfilmen stattfinden. Und die dritte Säule ist der Marketplace, auf dem wir hier gerade stehen, wo die Leute interaktiv an Ständen gucken können, was man eigentlich konkret machen kann, wo man sich involvieren kann. Und es entwickelt sich sehr schön und wird gut angenommen. Ich war dieses Jahr noch mehr involviert, einfach weil eben der Meeresschutz seit 20 Jahren in meinem Leben ist und ich gefragt wurde, um die Jury zu leiten für den besten Ocean-Film, was mich sehr geehrt hat. Und wir merken, dass dieser Dialog, den wir haben mit NGOs, mit Partnern aus der Wirtschaft oder der Politik, auch immer uns befeuert, aktuell zu sein. Dass man nicht zu sehr denkt, man weiß schon, wie es ist oder wie es geht, sondern dass der Dialog eigentlich dann immer der Proof of Concept ist. Und ich kann aus der Politik berichten, dass wirklich die Themen, die ihr aufgegriffen habt, auch wirklich bei uns auf der Agenda stehen. Artensterben, biologische Vielfalt ist mittlerweile wirklich vom Rande des Spektrums in den Zentrum der umweltpolitischen Debatte gerückt. Ja, so ein Festival ist natürlich auch eine Gelegenheit, all die Leute zu treffen, die für dieses Thema kämpfen. Und ich kann hier erstens viele Leute kennenlernen, aber zweitens auch viele, die ich schon kennengelernt habe, wieder treffen. Und es gibt immer neue Themen zu besprechen. Es ist ja auch schon das 9. Greenleaf Festival und der Erfolg gibt dieser Reihe recht.